Im Biergarten, wo sonst, ne? Ja, natürlich, Mittagspause machen, gute Fahrt gehabt. Nur 5 Stündchen, ne? 5 Stunden? 5 Stunden, ja, zweimal Pause gemacht, ne? Und die letzte Pause war ja dann dementsprechend ein bisschen länger, aber... Ja, der Kaffee gedrückt. Auch nur ein Mensch, ne? Auch nur ein Mensch. Ja, okay, jetzt reicht's wieder, oder? Das ist mein Ruffy. Ruffy, den haben wir seit... Wie alt war der? Seit er 3 ist. Mit 3 haben wir ihn bekommen. Jetzt ist er 10. Als mein Vater vor 3 Jahren verstorben ist, habe ich ihn meiner Mutter überlassen. Ja, dass sie nicht ganz so alleine ist. Und sie kümmert sich jetzt ganz liebevoll um ihn. Weil so dick, wie er jetzt ist, war er noch nie. Und er wird immer dicker. Aber er fühlt sich, glaube ich, ganz wohl hier. Ganze Mannschaft, oder was? Jetzt muss ich doch mal gucken. Warum brauchst du Alex jetzt? Ja, aber nee, ja, aber was machen die mit dem? Ja, du hast ja keinen anderen. Nee. Ich muss mal neue Schraube reinschrauben, dass es hier hinten. Ja, und das ein bisschen darüber. Ja, das meine ich, das ist heute die... Also für mich wäre es auf optimaler Höhe. Schon, ja, für dich schon. Optimale Größe, ja. Was denkst du, was heute drin war, nach der Farbe? Cola. Nein, was könnte es noch sein? Flexpresso? Flexpresso. Ach, mit Code Geld gibt es die blauen Augen gratis. Auf geht's. Code Geld? Gibt's was? Gibt's was? Gibt's was? Nein. Gibt's was? Gar nichts. Sommermobil. Alex, wäre doch was für dich. Und? Passt, steht dir? Ja. Die Kinder habe ich Gummibärchen mitgebracht. Hier, kriegst du eins. Oh, danke schön. Bitteschön. Gut, dass du auch an die Kleinen denkst. Ja? Gestern war auch so ein komisches Wetter. Es hat geregnet, dann war es warm. Dann war es schwül, dann hast du geschwitzt, dann wieder geregnet. Bei uns ist ja am Freitag kurz die Welt untergegangen. Hast du gesehen in meiner Story? Den Regen, ja. Also ich meine, das war so, schon so ein kleiner Tornado, auf jeden Fall. Also sowas habe ich echt, hier noch nie erlebt. War die komplette Straße unten, wo unsere Autos stehen, komplett überflutet. Krass. So kurz, innerhalb von einer halben Stunde. Alex, was machen wir überhaupt? Jetzt machen wir... Schulranzen kaufen. Nicht aber. Weil der Alte hat schon langsam den Geist aufgekriegt. Komm jetzt auf. Bist du endlich eingeschult? Nö, ich finde die schon ganz fesch, ja. Ja. Such mal dir auch einen raus. Ja. Na, Alex. Ja. Schultüte, oder? Also ich glaube, diese Ergobait-Dinger, die sind ja richtig teuer, ne? Hab ich mal gehört. Alles teuer, Mann. Ist nichts mehr billig heutzutage. Muss da heutzutage nicht nur noch ein Laptop oder ein iPad reinpassen und dann ist gut. Jetzt kann es eingeschult werden. Probier. Vielleicht bringt es dann was. Beim zweiten Anlauf. Sehr nett von dir. Du bringst auch viel Zeit mit mir eigentlich. Mal. Schon wieder da. Warst erst in Schweden mit mir und jetzt bist du schon wieder hier? Ist erst eine Woche her. Woche? Ja. Zweite Woche jetzt. Nee. Nein. Am Freitag ist er gekommen. Ich bin am Freitag gekommen. Ja, aber da war ich ja schon. Freitag. Du warst dann schon weg. Eine gute Woche. Ja, eine Woche. Ja. Was ist heute eigentlich der Sinn des Videos? Also nicht der Sinn des Lebens, sondern nur des Videos. Des Videos. Wir gehen jetzt zu meinem neuen Sponsor. Drost Autovermietung heißen die. Und da hole ich mir mein Auto heute ab. Und da begleitet mich der liebe Alex, meine Frau mit. Und stelle ich euch meinen neuen Sponsor dann vor. Jetzt dürft ihr mit dem Alex Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer in der Mitte sitzen darf. Oh nee. Also. Auf, Schnick, Schnack, Schock. Auf. Schnick, Schnack. Ich hab doch gar keine Hand frei. Jetzt gib mir deine... Schere, Stein, Papier oder gibt's noch irgendwas anderes? Nein, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Boah. Also sitzt ihr in der Mitte, beide. Sag mal, nicht schlecht, oder? Kann man machen. Geil. Wie ist der erste Eindruck? Überwältigend. Ja, schön. Bin ich echt sehr, sehr dankbar und glücklich. Ja, so einen Sponsor habe ich schon lange gesucht, der mir ein Auto zur Verfügung stellt.
Und jetzt haben wir hier mit Autovermietung Trost in Reutlingen, sage ich mal, guten Partner. Ich bin den Jungs sehr, sehr dankbar, dass sie mich unterstützen. Platz ist auch genug für die Sporttaschen. Aber ich darf meine Handschuhe nicht drin lassen. Sonst ist es am nächsten Morgen beschlagen, die Fenster von ihm. Beschlagen und stinkt. Und den Geruch kriegst du dann wahrscheinlich nie wieder raus aus dem Auto. Kommen schon die Freuden drin. Verdient. Verdient. Aber 100%. Aber 1000% verdient. Hart erarbeitet und wohl verdient. Deswegen bin ich denen sehr, sehr dankbar, dass sie mich so unterstützen. Ne? Krank, geil. Sieht gut aus, oder Alex? Was sagst du? Passt. Schön sauber. Mal gucken, ob es sauber bleibt. So, Sportfreunde, wir sind jetzt hier bei meinem neuen Sponsor, Trost Autovermietung in Reutlingen, der Dani. Das sind zwei Brüder und nochmal der Marc ist dabei, ein Geschäftspartner. Aber die sind leider auf Urlaub. Ja, die sind im Urlaub. Ja. Er hat die Arschkarte gezogen, er muss hier sein und macht das Ganze mit mir. Und ja, erzähl mal kurz, was ihr so macht. Wir sind eine Exklusiv-Autovermietung mit exklusiven Fahrzeugen wie McLaren, Porsche. Opel Corsa. Auch. Aber wir haben auch eine normale Fahrzeugflotte vom A1 bis A8, alles dabei. Mit Kurte Kelt gibt es blauen Augen gratis, ne? Spaß. Könnt ihr euch gerne mal in Instagram auf der Seite mal ein bisschen stöbern und Internet, Homepage und werde es alles mal ein bisschen verlinken dann in den Stories und ja, auf geht's. Tschüss. Ciao, Alex. Sogar vollgetankt. So muss es sein. Sehr schön. Dankeschön. Wie ist das Fahrgefühl? Ja, das ist jetzt ganz, ganz entspannt. Ein bisschen anders wie unser A6. Man sitzt höher, aber bequemer. Ja, man merkt schon, Fahrkomfort ist schon da. Aber ich bin gespannt nachher, wenn ich mal ein bisschen schnell fahren kann. Was? Ich glaube, wir wechseln dann das Auto. Ja, wie er dann geht. Bis jetzt Euskirchen, ne? Das ist quasi genau. Euskirchen, bei Köln da oben. Ja. Ich kenne mich schon aus, Junge. Ah, hier! Also fahren wir jetzt nicht hin. Müssen wir nicht mit Mama mitfahren. Doch. Außer ihr vertragt es, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Ja, okay, komm, Selim. Ja, Selim glaube ich nicht so. Fahrt bei Mama. Nein. Doch. Die müssen bei mir mitfahren. Alex? Es ist aber mutig, ja. Ja, was soll ich machen? Es geht jetzt nicht anders. Hier, dein Essen? Mhm. Oh, ja. Ja. Unsere A6 geht ein bisschen besser. Nicht so schwer. Ja. Geht trotzdem gut. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Fährt sich auch gut. Rechts, auch in den Kurven. Aber ich habe jetzt die Kinder hinten dran. Da kann ich so nicht so fahren, wie wenn wir ja zu zweit sind. Ja, Alex ist sonst egal, ne? Ja, Alex ist egal. Familie zu Hause, alles egal. Ja, alles ist egal. Hauptsache, die eigenen Kinder sind sicher. Ja. Dass der Tag stressig wird, aber dass er so stressig wird. Ja, schon, ey. Das kostet mich schon. Also halten wir fest, Chiropraktiker. Ja, hat jetzt wegen der Demo auf die letzte Minute nicht mehr geklappt. Ja, wir waren zu spät leider. Ich habe dreimal angerufen, dass ich ein bisschen später komme. Dann muss ich nochmal anrufen, wegen der Demo. Und dann hat sie mich wieder zurückgerufen, dass es halt dann nichts bringt, den Termin wahrzunehmen. Das nervt mich jetzt. Aber die hat mir für Donnerstag noch einen schnellen Termin gegeben und von daher am Donnerstag dann. Aber heute war jetzt echt eine blöde Demo da. Was für eine Demo, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das Klimakleber oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal zu dem Bubble Tea. Habe ich ja den Kindern versprochen, hier genau. Und dann geht es nachher ins Training. Ja. Intensiv, ne? Das knallt. Oh, Zucker. Ich ist gut? Ein Lecker kann ich empfehlen. Oh. Und ist gut? Ja. Selim, wir hängen jetzt bei den Babys ab, oder? Ja.
Wir hängen ab mit dem Babysack. Hey, nächster Halt Training. Nächster Halt Training jetzt, ja. Also, wünsche dir was, gell? Ciao, ciao. Was wollte er? Der wollte, dass ich ihm zurückfolge in Instagram. Wo steht mein schönes neues Auto? Hallo. Hallo. Achso, du musst gerade rein, gell? Ich lass du mich aus. Was wollte der Junge? Der Junge, der wollte, dass ich ihm in Instagram zurückfolge. Aber da habe ich mal dem erklärt, dass das ganze Folgen, nicht Folgen, hin und her Folgen und was weiß ich was, nichts drauf ankommt, nicht so wichtig ist. Da habe ich gesagt, es kommt drauf, auf die Taten drauf an, was man macht. Das ist wichtiger wie das Folgen und Entfolgen. Die erste Frage oder zweite Frage war, wie viele Follower ich habe. Ich mir die Supplements reinschraubst. Die wenigen. Da ist natürlich die unsichtbare Hand, ist natürlich am Steuer, ja. Mhm. Aber ich bin ja einer der letzten Oldschool-Kämpfern, Vorbildern. Versuche mein Ding an die jungen Leute weiterzugeben. Disziplin, Ehrgeiz, Wille, Respekt. Das versuche ich den jungen Leuten zu vermitteln. Und das bringe ich auch relativ, denke ich mal, ehrlich rüber, weil ich so bin, wie ich bin. Entweder man liebt mich oder man hasst mich, ganz einfach. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, ist es nicht mein Problem. Wissen auch die Leute, dass ich ja, authentisch bin. Alex, ja. Vermisst mich du schon. Du auch hier. Ja. Kennst du den? Kenn ich gut. Ja. Ja. That's me. Ich auf die Nase, oh Gott. Ja, da habe ich mit dem Gewicht machen über Wasser keine Probleme. Nee. Zum Glück. Also auf geht's. Schnappt euch eine Station. Feuer frei. Alex. Fertig. Oh, ja. Im Training zumindest fertig. Ja. Im Training sind wir fertig. Aber wir zeigen ja keine Schwäche, aber nee, war. Vor allem bei den Temperaturen ist mir jetzt auch wieder, in Schweden war es 20 Grad, hier jetzt ja, 27, 28, 29, macht schon einen kleinen Unterschied aus, dass man sich wieder daran gewöhnt. Man sieht ja, wie ich schwitze, alles pitschnass. Schau mal hier, Hose, drauf. Aber war gut heute, Sparring war einigermaßen okay, hab das umgesetzt, was ich umsetzen wollte. Jetzt noch das Athletiktraining, jetzt muss ich viel trinken. Ich muss bestimmt noch 3 Liter jetzt trinken. So viel habe ich mit Sicherheit verloren. Und ja, schon wichtig. Weißt du, wie das Training, ne? Ja, komm. In Ordnung. Takedowns mit. Genau. Und Mittwoch geht's weiter, ne? Auf geht's, Feuer frei, jetzt gilt's. Zack! Wie läuft die Vorbereitung? Hammer, Mann, echt, ich bin heiß, ey. Ich bin heißer wie der Chris heute. Ey, läuft super, ist gut. In Schweden jetzt gut zurückgekommen. Ja, verletzungsfrei. Verletzungsfrei. Richtig. Richtig gut. Gearbeitet wie in Deutschland. Genau. Die Routine drin gehabt. Routine beibehalten, das ist immer das Wichtigste. Ne? Genau. Ja? Us! Ja. Das liebe ich. Am Sommer, wenn es mal wirklich im Sommer ist, wenn man abends noch um 21 Uhr nach dem Training oben ohne raus kann aus dem Gym und nicht frieren muss. Ich auch, ich bin auch gerade oben ohne, sieht man noch nicht. Nee, geil einfach. Das ist für mich
Bis Sommer. Lauf nicht an deinem neuen Auto vorbei, nur weil du es noch nicht verinnerlicht hast. Ja, das blendet. Ja, eigentlich können wir auch abmoderieren, ne? Können wir. Können wir. Wir fahren jetzt nur noch zurück und... Ja, das war's schon. Mhm. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen, der Vlog, wo wir uns meinen neuen Sponsor vorgestellt haben, das Auto geholt haben, Sparring gemacht haben, Athletiktraining noch. Riecht voll nach Gras. Riechst du das? Ja, letztes Mal doch schon. Hier? Ja. Echt? Der kifft doch einer bestimmt. Ja. Ist ja bald legal. Bis zum nächsten Mal.